Mir ist ganz wichtig, auf diesem Kanal zu vermitteln, nicht alles immer nur zu kaufen, sondern auch aufzubrauchen. Und da gibt es ja das Project Tenpan, das ich ja jetzt über das ganze Jahr hinweg schon mache. Und heute soll es das letzte Project Tenpan in diesem Jahr geben. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich mache ja immer die Project Tenpan Videos, um zu zeigen, kauf nicht immer nur, sondern brauch das, was du hast, wirklich auch auf. Ich war früher viel, 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 viel schlimmer. Da bin ich jetzt hingegen eine Heilige. Ich kann noch an der einen oder anderen Ecke ein bisschen feilen, aber ich probiere eben Dinge auch aus, um sie eben hier auf dem Kanal vorzustellen. Und deswegen habe ich da auch immer ein bisschen mehr. Soll keine Entschuldigung sein, deswegen mache ich diese Videos. Und es ist tatsächlich das letzte Project Tenpan in diesem Jahr. Ich mache ja im Januar immer Pause und komme dann im Februar wieder zurück. Und da wird es dann das nächste Video geben, auf jeden Fall. Vielleicht habe ich da dann die dementsprechenden Fortschritte gemacht. Ich würde sagen, Reihenfolge behalten wir einfach immer gleich, wie in den anderen Videos auch, um einfach zu zeigen, das sind meine Fortschritte. Und wir fangen an mit dem Rosenwasser, was ich jetzt im letzten Monat kein einziges Mal verwendet habe. Ich habe jetzt in den letzten Videos immer nur die Flasche gezeigt. Ich werde jetzt aber auch die hier zeigen. Die steht bei mir immer im Bad. Das ist ein Sprühkopf drauf halt. Weil so kannst du es halt nicht richtig verwenden. Ich bin so froh, wenn das weg ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich habe es im letzten Monat gar nicht verwendet, also es sind immer noch die 295 drin, hier sind 70 Gramm drin. Ja, wie gesagt, jetzt im Winter ist es relativ schwierig, das irgendwie zu integrieren. Ich hatte halt auch irgendwie lockenmäßig keinen Bock, ich habe es immer zum Lockenauffrischen verwendet, da kannst du normales Wasser nehmen, du brauchst kein Rosenwasser. Ich nehme halt das Rosenwasser, um es halt eben wegzubekommen. Und wie gesagt, ich habe die 295 Gramm, da hat sich nichts getan und hier sind 70 Gramm drin. Das war's. Kommen wir zum Trockenshampoo und da habe ich ja auch schon die letzten Male über gesagt, dass ich das so in der Form nicht mehr aufnehmen werde, weil ich einfach Trockenshampoo regelmäßig brauche. Es ist tatsächlich immer noch das beste Trockenshampoo für mich im Pony. Ich habe das jetzt mit Stärke probiert, das funktioniert nicht so wirklich. Ich versuche das so wenig wie möglich zu verwenden. Ne? Also es ist immer noch die gleiche Flasche. Nichtsdestotrotz verwende ich es trotzdem regelmäßig. So am zweiten Tag brauche ich meistens immer so ein bisschen Trockenshampoo. Das muss dann einfach sein im Pony, weil er mir eben ins Gesicht hängt. Und dadurch wird er ein bisschen fettiger. Also es ist eine Sache, die ich einfach inzwischen wieder regelmäßig brauche. Deswegen kommt es raus aus den Project Tenpans. Die Flasche ist nicht mehr so ganz voll, also Flüssigkeit ist immer noch drin, das ist das, was ich an diesen Flaschen immer hasste, kann man schon an der Stelle sagen. Da kommt irgendwann nicht mehr genug raus. Jetzt, letztes Mal waren es 138 Gramm, jetzt sind es 107. Wie gesagt, die ist aber auch schon fast leer, weil je weniger Füllstand so eine Flasche hat, desto weniger kommt auch raus. Na, also kommt nicht von Anfang bis Ende die gleiche Menge raus, das hasse ich immer. Da werde ich mir auch mal das Trockenshampoo kaufen, was es in meinem Unverpacktladen gibt. Vielleicht ist das ja was für ein Pony. Mal ausprobieren. No Lippenpflege. Und dieses Produkt, also gut, ich habe keine Feinwaage, ne? Also deswegen haben wir jetzt ein drittes Mal wieder 17 Gramm. Da hat sich einfach gar nichts getan, da ist kein Gramm draußen. Anderweitig muss man eben auch sagen, sind da halt auch bloß 15 Milliliter dran. Also so schnell verbrauchst du das halt einfach nicht. Aber ich hätte gedacht, so wenigstens innerhalb von 30 Tagen, dass da wenigstens ein Gramm draußen ist. Es ist halt keine Feinwaage. Ne? Also meine Waage zeigt wieder nur 17 Gramm an. Ich verwende die auch nicht so regelmäßig. Ne? Wenn dann mal abends ein bisschen, weil ich sie aufbrauchen möchte. Aber ich muss an der Stelle echt sagen, das wird mein größter Endgegner sein, weil ich habe noch nie eine Lippenpflege aufgebraucht. Ich habe die bis dato immer, wenn sie dann zu alt waren, weggeschmissen. Alverde Deo. Das Alverde Deo ist tatsächlich jetzt aus dem Sortiment gegangen, weil es halt einfach nicht gut lief.
Das riecht nicht wirklich gut. Die Konsistenz ist halt auch dementsprechend, es ist viel zu viel Alkohol drin. Also, ich verwende das jetzt in Abwechslungs immer mit meinem Pfirsich-Deo. Ich habe aber auch eins von CD, was ich auch noch vorstellen möchte. Und ja, es ist halb voll noch. Also, ich habe einiges verbraucht inzwischen. Und da waren das letzte Mal 41 Gramm drin, jetzt sind es noch 39. Ich hätte echt gedacht, ich hätte mehr verbraucht. Aber immerhin, 2 Gramm im Monat ist in Ordnung. Weil so viel sollst du dir jetzt auch nicht unter die Arme schmieren. Und wie gesagt, grob gesagt, verwende ich das immer an 15 Tagen, weil ich halt echt immer abwechsle. Weil frisch rasiert, auf frisch rasierte Haut brauchst du das nicht drauf machen. Das kannst du vergessen. Dann haben wir das No-Retinol. Und da hätte ich auch gedacht, hätte ich mehr verbraucht. Das will ich ja letztendlich mal leer bekommen, weil ich einfach weitere Serien probieren möchte. Ich habe noch ein No-Serum da, bevor das halt einfach nicht leer ist. Hier möchte nichts anderes beginnen. Zusätzlich möchte ich halt auch dieses Retinol von Colibri mal probieren, was von dem Inhaltsstoff her eher ein Retinol ist. Das ist ja ein verwandter Stoff zu Retinol, der da drin ist. Der ist halt am verträglichsten. Ist nichtsdestotrotz trotzdem gut, kann es echt empfehlen. Es ist halt für die Drogerie sind diese Sachen halt eher hochpreisiger. Und da waren es das letzte Mal 53 Gramm und jetzt haben wir 46 Gramm und merke ich, nütze es halt auch regelmäßig, dass ich da halt jetzt einiges verbraucht habe. Gott sei Dank. Dann haben wir die Sonnencreme und die ist auch so ein kleiner Endgegner. Ich habe inzwischen eine neue und würde gerne die neue verwenden, weil die hier halt schon, man sieht es auch jetzt, die macht halt speckige Haut. Einerseits schon okay, andererseits trage ich halt jetzt Brille und wenn du so eine speckige Haut hast und öfter mal die Brille hochziehst oder so, dann hast du halt viel schneller auch Dätscher in der Brille, die ich eh immer habe. Da stört es mich ein bisschen, muss ich sagen. Habe ich leider viel zu wenig verwendet. Da ziehe ich mich immer so ein bisschen, auch an der Monatsübersicht. 67 Gramm das letzte Mal, jetzt 56 Gramm. Das heißt, ich habe nur 11 Gramm Creme verwendet. Du sollst pro Tag 1 Gramm Creme auf dem Gesicht auftragen. Nur so erreichst du die hundertprozentige SPF-Zahl da. Das kannst du mit manchen Cremes, kriegst du das einfach nicht hin und besonders mit Naturkosmetik nicht, die aus Zinkoxid etc. sind, da geht es erst recht nicht. Und das ist ja halt zusätzlich noch sehr reichhaltig und ich habe halt eine fettige Haut und brauche diese Reichhaltigkeit halt nicht, ne? Also, was haben wir gesagt? 76 Gramm das letzte Mal, jetzt 56, 11 Gramm ist halt zu wenig. So, dann haben wir den Squalan. Und der Squalan, da denke ich mir jedes Mal aufs Neue, oh, jetzt hast du mal richtig viel verbraucht. Und am Gewicht merke ich dann, das ist gar nicht so viel. Der ist nämlich so sparsam, das ist brutal. Ich habe nämlich insgesamt gerade mal 3 Gramm zum letzten Monat verbraucht. Letztes Mal 140 Gramm, jetzt 137 Gramm. Squalan würde ich mir aber nachkaufen, weil Squalan ist eine tolle Sache. Also ich würde aber trotzdem erstmal gerne Jojobaöl für mein Gesicht ausprobieren, was mein Gesicht dazu sagt. Aber ich kann Squalan jederzeit empfehlen. Wenn du trockene Haut hast, ist das eine richtig gute Sache. So, dann haben wir das Shampoo. Und von dem Shampoo habe ich halt auch kein einziges Mal was verwendet. Deswegen ist so ein Format auch gut, einfach um zu sehen, kommt man voran, kommt man nicht voran, hat man Produkte vergessen, wie hat man sie genutzt. Das ist halt schwierig von Anfang des Jahres, so lange habe ich das jetzt dann doch auch noch nicht. Es gab andere Leichen bei mir, die ich inzwischen leer gemacht habe. Aber das funktioniert für mich nicht so gut. Die Shenya hat vor kurzem in einem ihrer Videos erzählt, dass sie auch nicht immer feste Shampoos verwenden kann, weil ihre Haare dann zu schnell fettig werden. Und prompt habe ich mal wieder mit einem normalen Shampoo meine Haare gewaschen und festgestellt, hoppla, meine Haare werden ja gar nicht so schnell fettig. Und das ist halt schon ein flüssiges Shampoo, aber es ist halt ein Schwefelshampoo. Es ist für eine empfindliche Kopfhaut, weil meine Kopfhaut so schnell nachfettet. Das ist brutal. Und das wäscht ein bisschen zu schwach, finde ich. Also, für meine Kopfhaut ist das nichts, weil ab und zu brauche ich was, was richtig sauber macht.
Zum einen, weil die Haare halt einfach gereinigt werden wollen, weil sonst fetten die halt wirklich sehr schnell nach. Und zum anderen, funktioniert es halt nicht vom Reinigen her. War eine interessante Erfahrung, weil wie gesagt, das kriegst du vom Hautarzt verschrieben. In der Regel kannst du es aber selber kaufen. Man muss aber wissen, dass es das gibt. Das ist ein Apothekenshampoo. Für mich hat es nicht funktioniert. Von der Lactel-Serie gibt es alles Mögliche. Müsst ihr mal gucken. Würd jetzt nicht sagen, dass ich es nicht empfehlen will, aber hat halt nicht funktioniert. Wie gesagt, letztes Mal 88 Gramm, jetzt wieder 88 Gramm. Ja, mal gucken, wie ich das nächste Mal unterbringe. Dann haben wir die Augencreme. Und die Augencreme habe ich oben schon einmal so eingeknickt. Weil das ist ja so eine Metalltube. Und sie ist tatsächlich halb leer. Aber ich habe halt immer noch eine halbe Menge. Ne? Es ist jetzt bei mir nicht so schlimm, weil ich jetzt nicht wirklich Augencremes teste und von Augencremes auch nicht so hundertprozentig überzeugt bin. Ich brauche es halt nicht. Wenn ich eine hochwertige Pflege mir aufs Gesicht packe, dann ist es meistens so, wenn man Augencremes sich anguckt, die sind von der Zusammensetzung stellenweise halt einfach nicht gut. Sie sind es einfach nicht. Ne? Und du brauchst in der Regel keine Augencreme. Du kannst das, was du dir ins Gesicht schmierst, auch unter die Augen schmieren. Wenn du zu einer Augencreme greifst, greif zu einer guten und das ist eine gute. Die habe ich vorgestellt, möchte sie auch empfehlen. Aber mir ging es vielmehr darum, dass das halt so eine Riesenmenge ist und ich das bezweifelt habe, dass ich das in dem Zeitraum aufbrauchen kann. Aber funktioniert schon. Und die hat das letzte Mal 24 Gramm, jetzt sind es 20. Also wenn man rechnet, dass man eben immer nur die Augenpartie braucht, war das schon in Ordnung. Kann man nichts dagegen sagen. Ah, und ich liebe diese Metalltuben. Ich liebe das einfach, wenn es immer leerer wird und man das einfach so runter falten kann sozusagen. Konnte jetzt gar nicht abwarten, da schon so ein Falz reinzumachen. Sehr cool. Also wenn du eine Augencreme suchst, die ein bisschen reichhaltiger ist, weil du unter den Augen halt eben trockene Stellen hast und die ersten Fältchen schon, probier die echt mal aus. So, die letzte Sache. Und da war ich am gespanntesten, kann man wirklich sagen. Denn ich will dieses Parfüm aufbrauchen. Dieses Parfüm hat einen Nachteil an mir. Es riecht fast nicht an mir. Ich sprühe mich damit wirklich wie ein Body Mist rein. Richtig so, von Kopf bis Fuß. Richtig eindieseln. Was ja auch positiv ist, so kriege ich das relativ schnell leer. Aber es funktioniert für mich halt gar nicht. Ich habe jetzt die Larisse Parfums und das ist eine ganz andere Hausnummer. Eine ganz, 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 ganz andere Hausnummer. Von der Qualität her, wie gesagt, wenn man da nicht so einen hohen Wert drauf legt, ist es gut. Aber man darf halt nicht erwarten, dass man eine Kopfnote hat. Die hat man nämlich da gar nicht. Die ist sehr alkoholisch. Sehr, 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 sehr alkoholisch. Und da habe ich tatsächlich im letzten Monat 20 Gramm verbraucht. Ich glaube, das war beim letzten Mal, war es noch halb voll. Und jetzt sind wir bald unter der Hälfte mit letztem Mal 188 Gramm und jetzt 168 Gramm. Bin ich schon ganz froh. Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn wir das nächste Video machen im Februar, ist die Flasche leer. Ich freue mich echt. Ich freue mich immer, wenn ich Sachen aufbrauche, die ich gekauft habe, weil es mir immer wieder passiert, dass mir Sachen auch kaputt gehen. Und das finde ich dann echt jedes Mal schade. Ist gerade bei dekorativer Kosmetik so, dass ich die lieber zum Teil nach... Ich gehe nie nach dem Datum auf den Sachen. Guck immer, wie verhält sich die Sache, funktioniert die Sache noch und wenn es zu alt wird, schmeiße ich die Sache weg. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr das auch tut. Ihr tut eurer Haut keinen Gefallen. Na, also wirklich Sachen gegenchecken und wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wegtun. Und sich selber erziehen und sagen, wenn du das nicht nützt, kaufst du das nächste Mal nicht mehr. Ganz einfach. In diesem Sinne melde ich mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.